Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge Bus Simulator auf der PS4. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Unfälle und so weiter und so fort. Der Fahrer, der nicht gefahren hat, na, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal. So, weiß nicht, ob wir mal noch eine neue Strecke machen. Eine neue Strecke, ich weiß zwar noch nicht so richtig, wie wir die machen. Wir haben ja nun schon gleich alles. Oh. Bushaltestelle neu ordnen, abbrechen, Haltestelle hinzufügen. Ach so, hier müssen wir ja wieder, da fangen wir vielleicht, keine Ahnung, hier an. Ich weiß ja auch nicht, hier anfangen. Oder fangen wir hier an. Am Stockerplatz. Fangen wir mal an. Dann gehen wir hier hin zum Media Center. Dann gehen wir mal hier zur Westspeiche. Zur Nordspeiche. Da machen wir eine lange Strecke. Hä? Zum Forschungszentrum Zellermann. Machen wir eine lange Strecke. Hä? 6 Haltestellen. Du und. Und das machen wir als Endhaltestelle. Mensch du, da haben wir ja eine richtige Strecke. So, Bushaltestelle neu ordnen. Ne, das sieht ja gut aus. Da fahren wir mit der Kirche ein bisschen ums Dorf vor mir da. Richtung ändern. Ach, die kann man ja... Oh, ich denke, man kann da... Wir forcieren nicht, dass man mit der Rundfahrt aus. So, speichern. So, die nehmen wir gleich. Fahrt beginnen. So, das machen wir wieder zufällig. Wir nehmen wieder unseren Bus. Schnellstart aus, umgekehrte Strecke an, nehmen wir mal aus, Loop, Rundfahrt. Wir machen mal Rundfahrt an, ach da ist Loop aus, was dann immer Loop ist. So, Too Early Event, was auch immer das sein soll. Realistisch, Fahrkartenverkauf, wir machen hier wieder. immer wieder hier, sonst wo landen, ne? Ah. So, neue Strecke, neues Glück, meine Lieben. Wir fangen jetzt mal an. Ich habe gar nichts zu trinken. Jetzt reicht schon die Kusche fusselig. Na, das wird ja was werden. So. Ach, jetzt muss ich die Tür nehmen, regeln. Ach nee, bei vereinfacht nee. Zumindest muss ich bloß einsteigen und kann losfahren. Das ist doch was. Das ideale Standard ist das. So. Ja, da steigen wir eben ein. Ach, da muss ich schon extra die Vordertüren aufmachen. Da kann ich gleich drüber hüpfen. Na, wenn das nicht ist, du. Wenn das nichts ist, meine Lieben, da weiß ich ja nicht. Aha, dreimal leicht drücken, also mit dem Pad geht's aus. Jetzt haben wir hier noch Lichtmenü. Fernlicht. Ach so, da kann man das ja aber immer unterwegs vorkommen. Rechter Blinker, Führerstand, das brauchen wir jetzt nicht. Alle Lichter, brauchen wir uns auch nicht. Was ist das? Blinker links. Gefahr. Ja, ich dachte, hier gibt es ja mal Lichttube und Öffblendlicht. So geht's ja wieder zu. So, nicht der Format zu unserer Haltestelle, würde ich sagen. Schließen wir die Tür, lösen die Bremse. Was ist denn hier? Ausrufezeichen, das wäschen wir nicht. Haltestelle, Ausrufezeichen, wie kommt man da hin? Was hat denn der für Ausrufezeichen? Das ist die Bremse, wir kommen zum Ausrufezeichen. Führerstand verlangen, vorne eine Mod. Haltestellen, Bremse, was sind die Haltestellen? Achso. Ja? Oh, keine Ahnung. Werden wir gleich feststellen, ob es das Ausrufezeichen soll, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Müssen wir wieder zur Wartung.
Da habe ich auch noch keine Ahnung, was das bedeuten soll. Wie man da hinkommt, vor allen Dingen mit dem Ausrufezeichen. Irgendwas muss er ja haben. Oder hab ich Licht, weil ich das Licht nicht anhab? Wie war das jetzt mit dem Licht in? Fernlicht. Orkastlicht. Keine Ahnung, mit dem Ausrufezeichen. Das weiß ich auch noch nicht. Da müssen wir mal, wenn er einen Tipp hat, kann er das gerne mal reinschreiben. Heute habe ich jetzt immer keinen Plan so richtig. Mal ist es da, mal ist es nicht da. Mal zu wenig Druckluft, fahren wir mit angezogener Handbremse. Als fahren wir bis 50, also irgendwo muss ich ja das Ding mal aktiviert haben. Die Haltestelle ist es ja nun noch nicht, nicht? Ach, nicht klar, schon wieder Bußgeld, weil man über den Fußweg gefahren ist. Und jetzt hängt das Ding schon wieder, Mensch. Hä? Ah, nicht gleich noch einmal. Nö. Oh, das ist der Cutwurst wegen so ein bisschen Fußfänger weg hier. Korrekt eingesetzt, hat gar nicht geblinkt jetzt, aber macht ja nichts. Schon wieder nasse gemacht. Noch nicht mehr Geld eingenommen, dann machen wir schon wieder nasse, ja. Das fetzt eh. So, können wir jetzt fahren oder kommt hier irgendwer? Das gibt's nie. Gleich zweimal, weil wir wieder zurück, wenn die Kiste aber auch nicht rausgeht hier. Da kann man gar nicht vorwärts. Ich brauche einige Fahrkarten. Einige Fahrkarten, das ist immer gut, einige Fahrkarten. Einzel, Senior, zwei Stück. Bitte, hä? Gucken. Das danke. Bitte sehr, bitte gern. Noch jemand ohne Fahrschein? Nein, dann schließen wir die Tür. Ferme la porte, s'il vous plaît. Was ist also die Zeit, sage ich immer noch nie, aber das ist jetzt immer völlig wurscht. Sebastian. Schon wieder Winter der Leidenschaft. Wir können gar nicht mitreden, weil wir gar nicht wissen, was das ist, Winter der Leidenschaft. Weil wir wissen gar nicht, was das ist. Mensch, wir müssen mal die Serie gucken. Wir müssen da mal eh noch mal die Serie hochladen. Winter der Leidenschaft, du. Das ist ja sonst nicht zu fassen, ist das nicht. Weil irgendwo ich die Geschwindigkeitsbegrenzer ja angemacht haben, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hab keinen Plan. Ich muss mir wirklich mal das. So, oh Gott, bestimmt der Rollstuhlfahrer, oder?
Ticket, warte mal, ey, Moment, Moment. Erstmal schön der Reihe noch. Erstmal müssen wir hier die Rampe. Und sie hat gestern einen Fisch gefangen. Mensch. Oh, ehrlich, das geht doch hier. So, jetzt können wir Vorgarten. So, Tür scheint blockiert zu sein. Ne, warte mal, wir nehmen jetzt erst einmal eine Tagvorgarte. Senior? Man hat mich überredet, hinter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Danke. Tür immer noch blockiert. Gucken wir mal in den Spiegel. Nö. Ist nicht blockiert, du. Das wäre ja noch schöner, du. Oh, sehr nett. Mensch. Ein Fahrgast muss aussteigen. Naja. Warum haben sie mich nicht aussteigen lassen, weil die Haltestelle vorbei war? Das ist wohl ein Witz, oder? Wollte mich jetzt veralbern. Sollte ich das noch einmal anhalten? Nee, das macht der klerische Bus. Also ich hab das nie erlebt. Ich muss dann aber bis zur nächsten fahren. So, jetzt darfst du aussteigen an der nächsten Haltestelle. Es ist Sorge morgen. Hier ist was los. Hab ich überhaupt Aufnahmen gemacht? Ja. Braucht eine Rampe. Eine Fahrkarte bitte. Moment. Oh, also das ist was, was ein bisschen nervt. So, eine Fahrkarte Einzel, Standort, Anzahl eine, bitte sehr. Ich danke auch. So, sind jetzt alle drin? Achso, nee, hier zurück. Jetzt können wir die Bretter zumachen, Immer wenn man die Rampe, dann heißt die Bremse wieder gelöst. Na, eigentlich das ist das doch Quatsch. Dann rollt ja der Bus weg. Warum einfach mal drauf los? So, meine Damen und Herren. Bremse, Türe. Einen schönen guten Tag. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ein paar Fahrkarten. Ja, das nehmen wir doch immer gern. Einzelfahrkarte, Standort. Zwei Stück. Achso, nee, warte mal, so. So, jetzt drucken. So, bitte sehr, bitte gern. Keine Fahrkarten mehr. Alles, auch noch einer einsteigen. Möchte noch jemand einsteigen? Ach, wir machen hier immer Vorgartenkontrolle. Wir machen gleich mal Vorgartenkontrolle. Fällt uns ja ein hier. Ne? Vorgartür. So, Vorgarte. Dann gucken wir mal wieder den Schwarzfahrer. Wir hätten die Tür zumachen sollen, wie das der Schwarzfahrer ausreißt. Na klar, hier, bitte. Hier. Und die Katze? Geht noch eine Katze? So. Augenblick.
1000. Ach, alle bezahlt. So ein Mist. Ja. Wir können unseren 1000 Euro oder was wir hier hatten. 1000 Geld. Oh, ich bin besoffen. Der Busfahrer ist betrunken. meine Lieben. Ja. Geht mit gutem Beispiel voran. Oh, und ich hab Durst. Ich hab mal zu trinken. Genau. Oh, jetzt ist der Zapfschirm wieder. Ein Rad hat den Rand berührt. Haben wir jetzt was bezahlen müssen? Nee. Mensch, du. Ich sag ja, der Fahrer ist betrunken. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Aber bitte, bitte, es ist gern geschehen. Mache ich doch gern für Sie alles. Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Eine Fahrkarte bitte. Aber bitte sehr, bitte gern. Was möchte er? Eine Wochenkarte? Standort. Zwei Geld. So, bitte sehr. Eine Fahrkarte bitte. Woche? Heute hakelt es Montag, weil es Wochenkarten hakelt. So, Forsche, wie Montags. 2 Euro, bitte sehr, bitte gern. Ich brauche eine Fahrkarte. Auch Wochenkarte, du Mensch, heute ist, scheint doch Montag zu sein. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Hey, na klar. Hab schon wieder zu doll gebeten. Den ganzen Abfall an der Straße an. Na, warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Na, weil jeder alles hinschmeißt, anstatt es mal in den Papierkorb zu tun. Nicht jeder ist mal selbst für sich verantwortlich. So geht das sonst nicht. Fahrschein, das ist ganz verdächtig, ist das. Ganz verdächtig. Aber wir vertrauen mal. Wir haben ja erst kontrolliert, haben wir erst, ne? Wir haben ja erst kontrolliert. Und noch kein Schwarzfahren. So, jetzt bin ich ja gespannt, wenn wir hier Rundfahrt machen und mal wieder zurückfahren, ob das mit Strecke zurückfahren ist. Wo ich den Geschwindigkeitsbegrenzer angemacht habe, ist immer noch nicht. Ich hab keine Ahnung. Beim ersten Mal haben wir hier Geschwindigkeit. Ich meine, das ist ja ganz gut. Da können wir ja wenigstens Geld sparen. Immer, oh Gott, oh Gott. Immer da auch noch bezahlen müssten, du. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. No, den ganzen Tag nur Sightseeing und Shop. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Ja. So. Ach, war das jetzt Endhaltestelle, weil die alle aussteigen? Tschüss. Tschüss. Ja, sehr schön. Ach ne, steigen wieder welche ein. So, jetzt machen wir Rundfahrt. Ach, jetzt geht's zurück, wie es aussieht. Ja, nicht da. Also das ist dann damit gemeint. Da gibt es dann direkt erstmal eine Endhaltestelle. So, jetzt bin ich schon wieder beim Bordstein hier. Deutlich.
Tja, Ausrufezeichen, keine Ahnung. Geschwindigkeit. Ah, hier war wieder Kollege war wieder da, du. Der Kollege. Mensch, ist jetzt mal eine Rundfahrt hier. Hält er oder hält er nicht? Nee, wir sind einfach mal flott, flott eingebogen. Wir haben Fahrplan, wir müssen. Nein, ich bin eingeschlafen. Hilft alles nicht. Oh Gott, nee, das ist ja wieder Astra Promenade. Wir fahren wieder zurück, guter Mann. Wir fahren hier wieder zurück. Gucken Sie, da brauchen Sie sich überhaupt keinen Kopf mehr machen. Wir fahren hier und ach nee, hier die Haltestelle sind wir noch nicht. Das ist nicht unsere. Nein, das ist nicht unsere. Ja, meine Lieben, ein Fahrgast hört ziemlich laute Musik. Ja, was soll ich da immer machen, wenn der ziemlich laute Musik hört? Wer ist denn das? Entschuldigung. Achso, da muss ich aber anhalten, weil sonst habe ich ja jetzt ja hier schon wieder massenweise Unfälle gebaut, hätte ich ja schon wieder. So muss ich das machen. Ah. Astra Promenade. Wir halten an der Astra Promenade. Schönen guten Tag. Das ist nett, ja. Wir nehmen immer gern mehrere Fahrkarten, sind immer gern gesehen. Auch noch Wochenkarte, das gibt ja richtig Umsatz, gibt das ja. Standort gibt auch richtig Umsatz, du. Noch eine dazu und trocken. Mensch, da machen wir ja heute. Vielen Dank. Und nochmal Wochen, also heute ist Montag. Student! Danke. Eine Tageskarte. Senior. Eine. Hey. So. So. Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Oh Gott, echt? Sie ist kaum nass geworden. Ja, hört aber laut Musik hier vorne, die, das geht so nicht. Ja, wird es heute mal eine längere Folge wieder. Aber denke ich, wird es in Zukunft ja auch dann doch ein bisschen werden, wenn die Strecken ein bisschen anders sind. Und wenn wir mal Hin- und Rückfahrt machen, wie sich's eigentlich gehört, weil sonst ist das ja doof. Weil wir müssen ja viele Fahrgäste transportieren, damit wir den nächsten Bezirk freischalten können. Oh, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Das ist gut. Ist das überhaupt der richtige Bus? Na, aber das hoffe ich doch, junge Frau, das hoffe ich doch, du. Das hoffe ich doch, dass er in den richtigen... Ach nee, Quatsch. So. Nee, was mache ich denn? So rum wollte ich hier, so rum. Ach, jetzt machen wir nochmal Vorhandenrollen. Lass uns mal einsteigen. Tschüss. Eine Fahrkarte. Aber bitte gern, bitte gern. Wochenkarte. Es ist Montag. Standort. Drucken. 2 Euro, bitte sehr. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Einzelkarte. Senior. 2 Stück. Bitte sehr. Ein Geld 40. Bitte sehr. Na langsam geht das mit der Bedienung, kriegt man es langsam hin. Nur noch nicht mit dem Profi, das machen wir noch nie. Danke fürs Rauslassen, sehr freundlich. Das machen wir noch nicht, da müssen wir ein bisschen üben. Da müssen wir üben.
muss ich, wie gesagt, mir soll ja das Spiel auch nur Spaß machen. Ne? Das ist ja dann, wenn man dann hier. Reicht ja schon zu, wenn wir einen Bordstein fahren hören. Notspeiche, wir sind jetzt gleich an Notspeiche. Wir wollten Vorgartenkontrolle machen, seht ihr? Jetzt machen wir nochmal Vorgartenkontrolle. Jetzt aber. Denk mal mit dran, Vorgartenkontrolle. Eine Fahrkarte bitte. Aber bitte schön. Einzel. Student. Einstieg. Bitte sehr. 3 Geld 20. Zurück. Bitte sehr. Der nächste. Keiner mehr. Keiner mehr, alle mit Vorkarte, ne, das werden wir ja gleich feststellen. Ob alle mit Vorkarte sind, da müssen wir gleich mal gucken. Junge Frau. Danke sehr. Na klar. Hier, bitte. Klar. Dankeschön. Wo hab ich denn. Ah! Kein Schwarzhorror, kein Schwarzhorror. Hier ist die Fahrkarte. Und hier seid ihr. Oh, doch, ein Schwarzfahrer, eine Schwarzfahrerin haben wir heute. Vielen Dank für die Spende. So, ja. Mensch. Was? Ach so, hier. Dankeschön, Dankeschön. Und Sie jetzt noch, junger Mann? Hier. Gut, ein Schwarzfahrer haben wir heute, seht ihr? Gut, dass wir das mal gemacht haben hier. Wir drängeln uns ja einfach mal rein, drängeln wir uns noch in den Berufsverkehr hier. Jetzt haben wir einen Berufsverkehr erwischt. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Nun, da ist gerade Huhn über die Straße. Wir huben einfach mal, bringt nichts. Ich hab Durst, ich hab nichts zu trinken hier. Hab's wieder vergessen, du. Kaffee alle, Wasser steht sonst im Auto und die Folge wird immer länger. Na, was ist denn nun? Jetzt haben wir hier auch noch Berufsverkehr. Stau, mega Stau. Wir kommen zu spät zur nächsten Haltestelle, du, zur Westspeiche. Die ist gleich um die Ecke, aber das wird nichts. Das wird nichts da vorne, du. Machen wir nochmal huben? Nochmal ein Hubkonzert? Hauptsache, es ist nie wieder hier so wie bei dem anderen von uns. Na, aber langsam muss da immer einer fahren da vorne. Das ist der Quatsch, ist das doch. Jetzt holen wir hier über den Fußweg. Ja, also sag mal, das ist doch wieder hier, ist doch wieder Sendbuck. Wir fahren mal über den Fußweg, aber das kostet wieder Geld bestimmt. Jetzt geht's vor. Ist es immer, wenn wir hier irgendwo Blödsinn machen? Wir müssen immer erst Blödsinn machen bei dem Spiel. Da hab ich den Blinkhorner korrekt eingesetzt, du. Man soll's ja nicht löten. Wir müssen ja immer erst Blödsinn machen. Wenn sie in dem Spiel hängen, muss man erst Blödsinn machen. Das geht ja nicht anders. Service.
Oh, das freut mich. Perfekte Halteposition, Düne. Wenn das nichts ist, du, wenn das nichts ist. So, jemand ohne Fahrschein? Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Wochenkarte, also heute ist Montag. Es ist Montag. So, Standort. Verstiegen 2. Ich brauche einige Fahrkarten. Einzelstandort, 2 Stück. 60 Cent. So, wir machen hier mal 2 Fünfer. Heute haben wir noch Korn gehabt. Danke. So, das war's. Das ist ja immer mit dem Stau, hä? Das ist schon merkwürdig. Mal wenn man Blödsinn macht, dann geht das weiter mit dem Stau. Mensch, du, die Bremse ging nicht richtig, du. Also, Fußgänger wieder, du. Na, Hauptsache, wir fahren jetzt nicht noch einmal die Runde, oder? Das sieht ja so aus, weil der sagt ja nicht schon wieder, oder? Wir fahren mal, wir gucken mal. Ich weiß ja noch nie, ob das jetzt hier. Wir wollten das ja ausprobieren, sonst müssen wir ja irgendwie mal auf Abbrechen Winter nehmen. Der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird hier wieder zurückkommen? Hä, hey, was war denn das jetzt? Hä? Ich hab da keinen Fußgänger angefahren, hier war da gar keiner. Hä? Hier war gar kein Fußgänger. Das ist ja zu piepen. Hier war gar keiner. Hier war gar keiner da. Wo geht denn der her auf einmal? Das kann gar nicht sein. Doch, Herr Kollege. Mir wird hier unterstellt, ich hätte Fußgänger angefahren. Und da war gar kein Fußgänger da. Das kann so nicht sein, kann das nicht. Ach, jetzt haben wir wieder keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Also wie geht denn das? Ich sehe hier nicht mehr durch, Leute. Ich habe hier keinen Plan mehr. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht geblitzt werden. Astra Park. Hört er nun? Nee, der hält ihn. Der hält auch. Du riechst sie. Ja, durch. Kein Plan mehr, hab ich keinen Plan. Hä? Was war? Jetzt hat's geblitzt. Oh, also das wird heute wieder eine teure Fahrt. Es ist Montag. Es ist bestimmt Montag. So, bitteschön, steigen Sie ein. Zu spät? Jetzt ist es so schön. Jetzt haben wir noch mehr Minuspunkte. Leute. So, steigt der nur einer hin, blockiert das wieder und wir machen einfach das Brett zu. Bin zu spät. Fußgänger angeblich umgefahren. Das machst du ja nicht mehr mit hier, so geht das nicht. Oh, doch. Also es ist dann die Rundfahrt, ist dann wirklich hin und wieder zurück. Müssen wir uns merken. Ob wieder geblitzt worden, ich denke, wir haben hier, ich weiß nie, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was mit Fußgänger, da war da aber gar keiner. Ich habe gar nichts gesehen, dann bin ich nicht. Das ärschert mich schon wieder hier. Doch, Herr Kollege.
Oder Frau gelesen, kannst du schnell nicht erkennen, ja. Mit der Flache, ob es der flache Erdler war, ja. Der flache Scheibe. Die Flachscheibe war die. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Ah. Ob die auch mal neue Texte hier aktualisieren, dann? So, meine Lieben, perfektes Teaming, du, perfektes Teaming. Bitte alle aussteigen. Schön, dass Sie gefahren sind. Vielen Dank. Jemand hinterlässt Müll während der Fahrt. Solltest ihn einsammeln, ne? Dann sammeln wir den Müll ein. Wer hat hier Müll rumgeschmissen? Hab ich schon eingesammelt? Ne, hier. Du hast den Müll aufgesammelt. Ein Becher. Wegen einem Becher bin ich jetzt ausgestiegen. Na, das ist klasse. So, Führerstand betreten. Türen schließen. Handbremse lösen. So, jetzt bin ich schon wieder auf der Abrechnung gespannt, du. Da war definitiv kein Fußgänger. Definitiv nicht. Muss ich mal so sagen, da war definitiv kein Fußgänger. Das Spiel lügt. Hier war auch keiner jetzt. Das Spiel schwindelt. Ich glaube, hier wären Fußgänger gewesen. Oh, schon wieder geblitzt. Mensch, das gibt's doch gar nicht. Auch das wird aber teuer, die Geschwindigkeitsüberschreitung. Wir wollten Feierabend machen, dann müssen wir mal ein bisschen. Ja, fahren wir heute mal hier rein. So, fahren wir heute mal hier rein. Nee. Wo ging jetzt das Licht? Ach hier, ja. So, na, jetzt bin ich schon mal gespannt auf die Abrechnung, die. Oh Gott, so eine lange Folge, du. Zufriedenheit. Plus, plus, plus. Oh Gott, Fußgänger angefahren. 20.000, du. Und trotzdem noch ein bisschen plus gemacht, du. Das gibt's ja nicht, du. 20.000 fürs Rasen 400. Oh, fürs Rasen 400. Was? Eine Kollision haben wir auch noch verursacht. Ach du meine Güte. Ein Schwarzfahrer erwischt und zwei Schwarzfahrer waren noch dabei, du. Da müssen wir also öfter kontrollieren, ja. Tja, meine Lieben, du. Da haben wir hier wieder. Gehälter, du, es sind diesmal zwei gefahren. Ja. Zwei Gehälter bezahlt, aber irgendwie kommen wir mit. Oh, wir sind im Plus, doch, wir haben mal Plus gemacht, du. Wir haben Plus gemacht, Wartung insgesamt. Ne, das ist ja so. Dann gehen wir bloß mal gucken hier. Wir haben immer noch keine 180 Passagiere. Das kann doch nicht sein. Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Arbeit. Ah. Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern.
Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin und zurück zu bringen. Rundstrecken? Machen wir Kreisverkehr oder was? So, mal gucken. Missionsziele. Plane eine Strecke mit maximal 7 Haltestellen, die verbinden Oakville, Siegwalden, Speichen des Gewerbegebiets. Speichen des Gewerbegebiets? Aha, dort leuchtenden. Fahre die Strecke im Rundfahrmodus. Ne, das haben wir ja gerade. Oh, da war das bestimmt nächstes Mal eine lange Folge wieder. Erstelle eine Strecke, darunter. Was? Schobergrund? Siegwalden? Ne, das können wir ja dann das nächste Mal machen. Speichen des Business Parks. Fahre die Strecke. Benutze Fahrer, um Einkommen auf 2 Strecken zu generieren. Ach, deswegen macht er wahrscheinlich immer nicht und nur den einen Fahrer. Weil wir zu schnell waren, ihn einzustellen. Generiere Einkommen in Höhe von 19.000 Euro pro Woche. Naja, wenn wir so weiterfahren wie heute, dann das sehe ja nichts. Naja, meine Lieben, da haben wir ja wieder viel zu tun dann das nächste Mal. Also langweilig scheint das Spiel nicht zu werden. Also ich finde es ganz gut. Wie findet ihr es? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich ja sowieso freuen. Über nette Kommentare nicht, meine Lieben. Da beenden wir das hier gleich wieder an der Stelle. Ja, ist doch ganz schön lang geworden. Da beenden wir das an der Stelle, meine Lieben. Wie gesagt, über nette, konstruktive Kommentare gerne. Ja, wenn einer weiß, wie man die Geschwindigkeitsbegrenzung da wieder einschaltet, ausschaltet. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ja, was das Ausrufezeichen bedeutet. Würde mich freuen. Ja, ansonsten hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Freue mich wie immer. Däumchen hoch. Den ein oder anderen neuen Abonnenten. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie man es weiter einstellen, macht das Glöckchen an, meine Lieben. Und dann danke ich euch wie immer fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.